gleich rein in die Partie. Hier gab es kein langes Abtasten. Die Dresdner Eislöwen belagerten sofort das Tor von Tabellenführer Bad Nauheim. Die Gäste begannen hingegen etwas pomadig und so war es kein Wunder, dass die Eislöwen auch recht schnell zum Erfolg kamen. Die Fans konnten bereits in der zweiten Minute ausgelassen jubeln. Der 21-jährige Förderlizenzspieler aus Berlin, Thomas Supis, passte auf Florian Lüsch und dieser erzielte den frühen Führungstreffer zum 1:0 für die Dresdner in ihrem Löwenkäfig, was auch gleich für Stimmung sorgte. Es ist ja das erste Mal für mich, dass ich jetzt hier spiele und war eine super Stimmung, hat mich gefreut, die Jungs sind gut. Eine Wahnsinnsstimmung in der Kabine und ja, ist perfekt. Das Tor wirkte wie ein Weckruf für die Gäste aus Hessen. Jetzt nahm auch ihr Spiel volle Fahrt auf, was sie ja auch schließlich an die Tabellenspitze der DEL 2 gebracht hatte. Nach einem Bulli vor dem Tor der Dresdner Eislöwen nutzte Kyle Helms die sich bietende Chance und erzielte den Ausgleich. Die Bad Nauheimer zeigten in dieser Phase des ersten Drittels allerdings etwas mehr Qualität und auch Willen. Der rote Teufel Dennis Reimer war es dann, der die 2:1-Führung für die Gäste erzielte. Bis zur Pause gab es auf Eislöwenseite noch mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich zu kommen, aber irgendwie fehlte die Genauigkeit im Abschluss. Das Mitteldrittel begann fast wie der erste Abschnitt. Sami Kaatinen nutzte eiskalt einen Abpraller zum 2:2-Ausgleich nach nur 3 gespielten Minuten im zweiten Drittel. Dann eine sehr unschöne Szene. Im ansonsten recht fair geführten Spiel bekam Fjodor Bojachinov ganz übel das Bein gestellt und musste verletzt vom Eis. Tyler Carnevale wurde dafür mit einer 5-Minuten-Strafe plus einer Spieldauerstrafe belegt. Es sieht nicht gut aus und das wissen wir natürlich, dass uns jede Verletzung doppelt wehtut bei dem kleinen Kader. Wir wollen jetzt natürlich abwarten, wie morgen die Diagnose ausfällt von den Ärzten, aber Stand heute ist mit einer längeren Ausfallzeit zu rechnen. Der Stürmer der Eislöwen wurde übrigens mit Verdacht auf Innenbandriss ins Krankenhaus gebracht. In den folgenden 5 Minuten und auch in den kommenden Strafzeiten für die Gäste wollten dem Heimteam einfach keine Tore gelingen. So ging es ausgeglichen in den letzten Spielabschnitt. Eine Kopie der vorangegangenen Drittel. Die Dresdner betrieben einen enormen Aufwand, um zum Erfolg zu kommen, ohne aber etwas Zählbares dabei zu ernten. Die Roten Teufel hingegen warteten nun auf die sich bietenden Chancen und blieben stets gefährlich. Sehr ärgerlich, weiterhin war für die Eislöwen an diesem Abend, dass bei diesem Spiel das Überzahlspiel weiter überhaupt nicht funktionieren wollte. Die Spiele davor war eigentlich ganz gute Quote im Überzahl. Heute hat man mehr Überzahl und haben eigentlich nicht viel draus gemacht. Wenig Schüsse gehabt und das ist das, was der Trainer kritisiert hatte. Sicherlich ein Punkt, was wir nächste Woche oft üben werden. Kurz vor Spielende richteten sich die 2085 Zuschauer in der Energieverbundarena schon auf eine Verlängerung ein. Doch dann erlöste Christoph Tiolkowski die Dresdner Anhänger 3 Minuten vor dem Ende doch noch mit dem erneuten Führungstreffer. In den Schlussminuten setzten die Roten Teufel noch einmal alles auf eine Karte. Nauheims Trainer Frank Carnevale nahm in den Schlussminuten zusätzlich seinen Torhüter zugunsten eines 6. Feldspielers vom Eis. Ohne Erfolg. Es war von beiden Seiten sehr intensiv. Mit sehr viel Körpereinsatz gespielt, mit sehr viel Laufbereitschaft. Die Räume waren eng. Jede Mannschaft hat trotzdem Chancen gehabt. Beide Torhüter haben gute Paraden gezeigt. Unser Überzahl war heute nicht so druckvoll, wie wir uns das vorgestellt haben. Hinten raus sind wir zufrieden. Wir haben 3 Punkte geholt und unser Saisonstart ist geglückt. Wir haben jetzt 4 Spiele absolviert und ich denke, wir haben eine konkurrenzfähige Mannschaft. Und das ist Stand heute erstmal das Wichtigste für uns. Am kommenden Freitag erwarten die Landeshauptstädter die Tower Stars aus Ravensburg zum Heimspiel und können dann ihre Bilanz weiter ausbauen.